Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Heute geht es um unsere Pfirsiche. Ich hatte euch ja das Video schon längere Zeit versprochen, vor allem denen, die meine Pfirsichkerne erworben haben auf unserem Blog unter anjasgartenreich.de. Ja, eigentlich wollte ich gern draußen filmen, aber heute ist es einfach so windig. Es ist zwar echt schönes Wetter, aber es ist so windig, ihr würdet wahrscheinlich keinen Ton von mir verstehen. Deswegen hier am Gewächshaus, es ist ganz schön warm hier drin. Die Pflanzen lieben das natürlich und wachsen hier üppig. Aber nun ja, es geht ja um die Pfirsiche. Und ja, es handelt sich bei dieser Sorte um eine alte DDR-Sorte. Leider kennen wir den Namen nicht mehr, aber es ist ein kernechter Pfirsich. Mein Großvater vermehrt diesen Pfirsich schon seit sehr vielen Jahren. Eigentlich sind es zwei Sorten, nämlich eine, die mit den roten Kernen, also mit dem dunkleren Kern. Das ist ein Pfirsich, der ist wirklich sehr, sehr saftig und das Fruchtfleisch löst sich wirklich ganz einfach vom Pfirsich. Richtig lecker. Und dann gibt es noch einen zweiten, davon habe ich nicht ganz so viele. Und das ist einer, der ist etwas herber im Geschmack und der löst sich nicht so leicht vom Fruchtfleisch. Da habe ich euch aber in die Pakete immer mal ein Exemplar mit reingepackt von den helleren Kernen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den auch stecken. Wenn nicht, dann pflanzt ihr halt nur die dunkleren Kerne. Denn das sind die, wo der Pfirsich sich so leicht vom Fruchtfleisch lösen lässt. Und der ist wirklich schön süß und aromatisch. Mein Großvater vermehrt diesen Pfirsich schon seit vielen Jahren und deswegen haben wir sehr viele unterschiedlich große Bäume im Garten stehen. Wir haben die ganz großen, die jetzt schon 10 Jahre alt sind. Und die tragen bereits schon sehr, sehr gut, sehr viel. Das habe ich euch ja auch in anderen Videos schon gezeigt, zum Beispiel bei der Pfirsichmarmelade einkochen oder Pfirsichernte, die verlinke ich euch hier oben mal. Und dann haben wir natürlich auch jede Menge kleine Bäume noch im Garten stehen. Und das ist natürlich das Tolle, wenn man einen kernechten Pfirsich hat. Man kann jederzeit die Kerne nehmen und kann daraus wieder neue Pfirsichbäume gewinnen, die dieselbe Sorte tragen. Das geht mit veredelten Pfirsichen nicht. Das geht nur mit diesen kernechten Pfirsichen. Nun möchte ich euch in diesem Video zeigen zwei Methoden des Pfirsichpflanzens. Nämlich einmal, wie das mein Großvater macht. Der pflanzt die Pfirsichkerne direkt im Beet. Und die zweite Methode wäre, es drinnen zu machen. Das heißt, die Pfirsichmandel, die sich im Inneren des Pfirsichkerns befindet, zu lösen, also rauszuholen und die dann im Kühlschrank zu stratifizieren. Das zeige ich euch aber alles noch im Detail. Ganz wichtig für die Keimung der Pfirsichkerne, was ich euch jetzt schon im Voraus sagen möchte, ist die Stratifikation, also das Stratifizieren. Das heißt, die Kerne müssen auf jeden Fall eine Kältephase haben. Ich habe letztes Jahr ja schon Kerne angeboten auf meinem Blog und da haben mir einige geschrieben, sie wären nicht gekeimt. Und ich habe dann nachgefragt und da wurde mir dann gesagt, dass sie erst im Frühjahr gesteckt wurden. Das ist zu spät. Ihr müsst die auf jeden Fall im Herbst stecken oder ihr müsst die Pfirsichkerne eine Weile im Kühlschrank aufbewahren, sodass sie auf jeden Fall diese Kälteperiode durchmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Garantie, dass die Pfirsichkerne keimen und vor allen Dingen alle werden sicherlich auch nicht keimen, aber eine Garantie kann da keiner drauf geben, ich auch nicht. Ich kann euch nur diese beiden Methoden empfehlen, wie ihr die Pfirsichkerne zum Keimen bringen könnt. Für die erste Methode des Pfirsichkernpflanzens müsst ihr euch erstmal ein Stück Beetfläche frei machen. Das mache ich hier gerade. Ich ernte hier gerade so einen alten Mangold und der ist hier toll in den Samen gegangen. Und da werde ich auf jeden Fall die Samen noch behalten. Tja, und dann müsst ihr ganz tief lockern auf jeden Fall den Boden. Das ist sehr gut für die Kerne, dass die einfach besser hochkommen. Und ja, erstmal die ganzen Beikräuter rausernten. Die bekommen bei mir natürlich wieder die Kaninchen zum größten Teil. Und auch die Hühner freuen sich über die ganze Vogelmiere, die sich hier ausgesamt hat. Umgraben tue ich ja nicht mehr, um die ganzen Bodenschichten nicht durcheinander zu bringen. Ich lockere einfach tiefgründig und beseitige das ganze Beikraut mit der Hand. Ab und zu verirrt sich eines von unseren Küken hier noch ins Beet. Die finden dann auch noch den ein oder anderen Leckerbissen hier. Die lasse ich jetzt im Herbst immer gerne ein bisschen frei rumlaufen, damit sie sich so ein bisschen ihr Futter, ihr zusätzliches Futter, ihre Insekten selber suchen können.
Ja, die Regenwürmer, die lieben wir natürlich. Die werden auch nicht verfüttert. Die kommen wieder zurück ins Beet, denn die haben hier noch ganz viel Arbeit zu tun. So, ihr Lieben, ich habe jetzt das Beet soweit vorbereitet, schön tiefgründig gelockert, ohne umzugraben. Ich habe jetzt lediglich die Beikräuter rausgelesen, die bekommen dann noch die Hühner. Und wie gesagt, schön tiefgründig gelockert, ein schön humoser Boden. Und da kommen jetzt die Kerne gleich rein. Aber vorher müssen wir die noch aufknacken. Und das machen wir jetzt. Bevor die Kerne aufgeknackt werden können, müssen sie erst 3 Tage eingeweicht werden. Nach dem Einweichen werden sie nun aufgemacht. Eins. Ach, das war's schon? Ja, die. Nur anknacken, ja, jetzt. Ja, das schon. Hört man. Ja, das hört man. Na wahr, das hört man etwas. So. Ja, jetzt war's gut. Zu sehr. Hat man gehört. Jetzt war's zu sehr. Attack. Mhm. So, und untertrieben hier so. Genau, so, so eine Ecke, so, wo so. Wir die dann so reinstecken. Genau. So, das da rein. Ja. Das soll richtig krümelig sein. Ja, das ist besser. Ja. Das schließt du besser. Mhm. Dann beliebig kannst du die reinlegen. Ja. Die suchen sich den Weg. Die suchen sich den Weg. War's das schon? Ja, hier der ist auseinander. Die Zähne umgucken. Aber das wissen wir dann auch nicht mehr. Weil wir alles vergessen. Das haben wir da alles auf Video. Ja. Da können wir uns das angucken, ob der kommt. Für den Winter leicht mit Reisig abdecken. Hast du jetzt hier Reisig hier? Nee, Reisig habe ich was nicht. Abschneiden. Hier hast du deine Ette hier, die hier jetzt besteckt ist. Ja. Im Frühjahr sollten die Pfirsichkerne dann keimen und im Herbst ist der Keimling dann schon so groß, dass er dann schon an seinen richtigen Ort gepflanzt werden kann. So. Das ist hier ein Pfirsichbäumchen im Frühjahr aufgegangen. Im Frühjahr ist das aufgegangen, das Pfirsichbäumchen, ja. Ne? Das Bäumchen im Frühjahr aufgegangen. Und jetzt wird er eingesetzt. Jetzt setzen wir auf hier. Dem Standort wird er aufgesetzt. Ja. Gut, also im Frühjahr ist er schön ausgetrieben. Ja. Und jetzt im Herbst kann man den dann dorthin setzen, wo man den gerne haben ja, möchte. Ja, auf dem Standort. Genau. Ja. Blau, kann man auch mitsetzen. Ja, genau. Ist immer gut auch als Baumscheibe. So. Gut. Super. Kann man dann später, wenn es nicht regnet, mal nachgießen. Ja. Da muss ja im Herbst besser einzusetzen. Ja. Weil die Erde noch etwas warm ist. Ja. Schön.
zweite Methode, dafür braucht ihr kein Beet, sondern die könnt ihr direkt drinnen machen. Und zwar müsst ihr dafür erstmal die Kanne aufknacken und an die wertvolle Mandel kommen, die in dem Kern drin sich befindet. Und das könnt ihr versuchen mit einem Nussknacker. Es geht relativ schwer. Wenn ihr es mit einem Nussknacker nicht hinbekommt, dann nehmt einfach einen Hammer. Mit einem Hammer geht es relativ gut. Am besten jedoch auf einem Stein. Oder ihr bearbeitet den Kern erst mit dem Hammer und dann mit dem Nussknacker. Das geht auch. Also guckt einfach mal, wie es für euch am besten klappt. Auf jeden Fall müsst ihr an diese wertvolle Mandel herankommen. Im zweiten Schritt braucht ihr ein Küchentuch, was ihr schön befeuchtet, und dort kommen dann die Kerne rein. Die werden da schön in das feuchte Küchentuch eingewickelt und dann kommen die in den Kühlschrank, um diese Kältephase zu simulieren. Und wenn die dann so im Kühlschrank liegen, dann schaut doch gern mal alle 2 bis 3 Wochen nach, ob die denn schon sich so ein bisschen mit Wasser vollgesaugt haben, mit Feuchtigkeit, und ob die schon anfangen zu keimen. Manche Pfirsichkerne brauchen sehr lange zum Keimen, andere weniger lang. Das heißt, ihr schaut am besten alle 2, 3 Wochen mal nach, ob die schon keimen, denn sobald die keimen, könnt ihr sie dann in einen kleinen Blumentopf eintopfen in schöner Erde und tja, dann habt ihr schon einen kleinen Pfirsichbaum bald. Einige Kerne keimen schon nach 2 bis 3 Wochen, andere Kerne brauchen dafür 3 Monate, nämlich diese ganze Winterphase. Also schaut am besten regelmäßig nach euren Kernen. Bei mir gibt es dann auch noch einen zweiten Teil über die Pfirsichkerne. Ich zeige euch natürlich im Frühjahr, welche Kerne gekeimt sind, ob Kerne im Beet gekeimt sind, wie viele und wie viele Kerne im Kühlschrank gekeimt sind. Da bin ich selber schon sehr gespannt drauf, denn das variiert natürlich jedes Jahr. Falls ihr jetzt also auch euer Glück probieren wollt und ein paar Pfirsichkerne zum Keimen bringen wollt, es gibt noch welche auf unserem Blog zu erwerben unter anjasgartenreich.de. Ansonsten, ich biete sie jedes Jahr im Herbst aufs Neue an. Je nachdem, wie unsere Ernte ausgefallen ist, kann ich natürlich immer nur so viel anbieten, wie wir hier auch selber geerntet haben. Dieses Jahr war es wieder ganz gut, nächstes Jahr weiß ich nicht, also schaut doch gern noch mal rein. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg mit euren Pfirsichkernen. Viel Glück und dann viel Spaß bei der ersten Ernte.